nehmen wir die Wurzelbürste. Ich glaube, so hieß sie. Oh, in Wahrheit hat das Pferd ja ein viel dunkleres Fell. Okay, andere Seite. Ups. So. Ja, das Bürsten dauert ja immer lange. Ich denke mal, für das Bürsten bräuchte ich auch schon einen ganzen Part dafür. Ich könnte einen ganzen Part nur übers Bürsten machen. Das wäre doch mal was. So, Kadetsche. So, den Schwanz, die Mähne. Ja, noch schön den Schweif polieren. Andere Seite. So, gleich haben wir es geschafft. Ja, ich denke mal, das Pferd ist jetzt sauber. Okay. Ist dein Pferd sauber? Willst du mit dem Putzen aufhören? Ja. So. Das ganze Putzen und Bürsten und Hufe auskratzen dauerte jetzt schon ziemlich lange. Also mache ich jetzt hier an dieser Stelle einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Tschüssi! So, willkommen zurück zu meinem Let's Play von dem Spiel Abenteuer auf dem Reiterhof 6. Kampf um die Ranch. Ja, nachdem wir unsere Stallarbeit erledigt haben, gehen wir doch jetzt mal zu Raphael und sprechen mit ihm. Die Sauberkeit des Pferdes ist kein zu vernachlässigender Punkt. Fehlende Hygiene kann bei deinem Pferd Krankheiten hervorrufen. Du musst also peinlich genau darauf achten, dass die Sauberkeitsstufe stets so hoch wie möglich ist. Okay. Schneller, höher, 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 höher. Los, 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 los. Okay, beim Hufeauskratzen war ich am besten. Hätte ich nicht gedacht. Beim Bürsten des Fells war ich eigentlich auch ganz gut und bei der Boxreinigung eigentlich auch ganz gut. Also kann mich nicht beklagen. Hunger. Ja, hat anscheinend noch keinen großen Hunger, mein Pferd. Moral. Ja, auch zur Hälfte gefüllt. Ja. Vertrauen, Ausbildung. Das gibt's, kann man erst auf der Weide machen. Ah ja, wie heißt denn unser Pferd eigentlich? Donner. Alter, 8 Jahre, 0 Monat. 0 Monate, wenn schon. Geschlecht männlich, Rasse Selle-Français, Fell Kohlfuchs. Ja, gut. Bestätigen. So, jetzt müssen wir zu Raphael. Und da steht er auch schon. Auf der Brücke. Lebst du schon lange hier? Oh nein, ich wohne erst seit 2 Jahren bei meiner Weltmeistertante. Vorher habe ich in der Toskana gelebt. Aber ich mag das Gestüt, die Provence. Hier fühle ich mich zu Hause. Und ich liebe Pferde. Sieh mal, das ist die Reitbahn. Hier kannst du trainieren, wann immer du willst. Reitest du eigentlich? Gelegentlich. Jetzt wirst du die Dressurprüfung absolvieren. Oh Gott. Ich bin immer ganz schlecht in Dressurprüfungen. Also, naja, das werdet ihr ja gleich sehen. Mal gucken.
Die Dressur ist eine Beweglichkeitsprüfung. Das Pferd, das du von Flora bekommen hast, liegt, was das betrifft, auf einem guten Niveau. Wähle zuerst ein Pferd, indem du auf die Pfeile klickst. Klick anschließend auf Reiten, um zu beginnen. Okay, ja. Ich hab ja sonst kein anderes. Ja, es geht ja nur Donner. Bestätigen. Um dein Pferd zu steuern, benutze die Pfeiltasten deiner Tastatur. Mit der linken und rechten Pfeiltaste kannst du es lenken. Je länger du die obere Pfeiltaste gedrückt hältst, desto schneller läuft dein Pferd umgekehrt. Wird es langsamer, je länger du die untere Pfeiltaste gedrückt hältst. Umgekehrt wird es langsamer, je länger du die untere Pfeiltaste gedrückt hältst. So. Los, versuch's doch mal. Fang mit der Dressur an. Ja, mach ich. Dressurtraining. Die perfekte Beherrschung der Gangarten bildet die Grundlage für jeglichen Erfolg bei der Dressur. Mit diesem Training sollen die Fähigkeiten des Pferdes in diesem Bereich verbessert werden. In diesem Bereich musst du der Spur am Boden in der vorgeschriebenen Gangart folgen. Am oberen Bildschirmrand erfährst du, welche Gangart gefordert ist. Mitteltrab. Oh, Mittelgalopp habe ich. Hier musst du eine Dressurfigur auf der Stelle ausführen. Dir steht nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, um die auf dem Bildschirm angezeigte Tastenreihe mit Hilfe der Pfeiltasten der Tastatur nachzumachen. Wenn es dir in der gegebenen Zeit gelingt, wie die Figur ausgeführt, Wenn es dir in der gegebenen Zeit gelingt, wird die Figur ausgeführt. Ansonsten, oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. So. Juhu, halten und grüßen. Perfekt, 10 von 10. Ja, das ist wahrscheinlich auch das Einzige, was ich kann bei der Dressurprüfung. Übrigens, um eine versammelte Gangart auszuführen, musst du die 1-Taste gedrückt halten. Für eine gestreckte Gangart brauchst du die 2-Taste. Und für eine Spezialgangart die 3-Taste. Okay. Der Mittelschritt ist, glaube ich, ein Ticken zu langsam. Also, der zieht sich ganz schön. Die ganze Dressurprüfung zieht sich eigentlich. Sie dauert halt schon ein paar Minuten. Perfekt, 10 von 10. Jetzt kommt eine Bahnfigur. Wenn sich die Kamera entfernt, musst du gut auf die Spur am Boden achten und dir Start- und Zielpunkt merken. Oh Gott, was ich wahrscheinlich nicht kann. Die Buchstaben können dir als Orientierung dienen. Wenn das Pferd die Bahnfigur angeht, verschwindet die Spur. Du musst sie also in Gedanken am Boden nachziehen. Na toll. Wenn du dich nicht mehr an die Figur erinnern kannst, benutzt die Meistersicht mit Hilfe der Tabulator-Taste, um sie noch einmal zu sehen. Okay. Versammelter Schritt hab ich. Ja. Ich glaube, es könnte die Spur sein, die ich hab. Und... Wow, perfekt. Hier kannst du deine Wegstrecke mit der geforderten Spur vergleichen. Je näher du dich an der Spur befindest, desto höher fällt deine Bewertung aus. 9,1 von 10. Kann man sich nicht beklagen. Wieso hängt das Bild denn so? So, weiter geht's. Mittelschritt hat sie schon. Gut. Ich muss nur noch lenken. Mm-hmm.
Oh Gott. Mitteltrab. Es geht jetzt etwas schneller. Aber auch nur etwas schneller.